So, und während das lädt, willkommen hier zurück bei Battlefield 5, den Kriegsgeschichten. Und zwar die kontroverseste vielleicht jetzt überhaupt. Wir spielen das erste Mal, ich glaube, seit Battlefield und wenn man auch mal Call of Duty hinzunimmt, einen deutschen Soldaten. Aus Sicht der Deutschen spielen wir jetzt eine Kampagne. Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich habe doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. Der letzte Tiger. Ja, mitgehangen, mitgefangen, sagt man so schön. Vielleicht ist das schon so ein kleiner Hinweis auf Gesicht der Deutschen. So bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können sich es eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streunender und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du mir bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrau auf unser Steck. Vertrau auf Deutschland. Vertrau auf uns. Und? Kerz, los geht's. Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. So, da wollen wir mal, ne? Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. So. Kerz, nach rechts. Nach rechts. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geladen und bereit. Ja, ich hätte schon fast hier unten reingeballert. Wo ist er denn?
Hä, von wo? Wir müssen reparieren! Ah, warte. Achso, ist schon durch? Okay. Da! Muss höher zielen, verdammt! Oh mein Gott! Alle Mann bereithalten! Au! Peter, wenn die so weitermachen, haben wir ein Problem! Hä, was ist denn das? Ich möchte mal bitte an das MG. Hey doch. Bam, 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 weg damit. So, warte, ich repariere mal. Der Kollege, der kann doch eigentlich mal helfen hier. So, hier volle Ladung. Warte. Ob. Boah, der ist mutig. Guck mal, Rasur und Haarschnitt. 1909. Geil. Seit 1909. Es gibt auch einen Fußballverein. So, hier machen wir die Barrikaden kaputt. Zum Schimmick-Zug-Depot. Depot, was laber ich? So. Der hat gesessen. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den treffe. Was? Als ob. Der hat zwei Treffer abbekommen. Ist das so ein Sherman-Panzer? Oh, nein. Kaputt. Schon wieder ist der mutig. Da traut sich was, der Kommandant. Wie hieß der? Müller? Peter Müller? Aua! Oh nein, warte. Definitiv. Nein, du sollst die andere Waffe nehmen. Hä? Hallo? Jetzt! Kriegt man gar nicht mit, ne? Verdammt! Kollege? Du bist aber sehr mutig! Alle mutig, oder was? Also, aus dem Intro sagt er ja, du bist aber da gewesen. Das ist ja so typisch, ne? Ja, ich konnte mich ja dem Befehl nicht verweigern. Das sagen ja viele, ich war nicht der Verbrecher, ich war halt nur auch da. Verteidigung zerstören. Oh mein Gott. Boah, der geht aber sofort breit. Wechselt er schon wieder nicht. So, jetzt aber. Vorrücken, reparieren. Ich kann nicht schießen, wenn ich repariere. Wieso macht das nicht der Louis da in meinem Team? So, warte. Was? Wo ist eine Rakete? Oh. War das der sich gerade bewegt hat? Boah. Ich verwechsel das immer so mit Multiplayer. Da muss man nämlich die F-Tasten drücken, um die Position innerhalb eines Fahrzeugs zu ändern. Boah, krass, wie das nachzieht. Oh, deswegen drücke ich halt immer F1 anstatt 1 und 2. Ah, oh, der ist breit. Schimmeck Zugdepot. Achso, die Artillerie, genau. Wo ist die? Boah, das zoomt so krass rein, ne? Ja, wir rücken einfach mal vor. Das ist ein Kollege, oder? Da hinten. Da ist die Artillerie.
Ja, wir müssen irgendwie zu Arti. Ja, der ist schon breit. Was ich aber geil finde, ich weiß nicht, ob das so technisch bei den Geräten damals möglich war. Wenn ich jetzt hier auf dem Hügel stehe, kann ich trotzdem nach unten schießen. Von wo? Ich erinnere mich an Call of Duty World War II. Da war das richtig nervig. So. Da kommen wir doch gut durch, oder? So, da sitzt noch einer. Guck! Hä, was ist das? So, wir fahren mal hier außen rum. Gehen wir aus dem Weg. Boah, komm ich da durch? Boah! So, oh. Da ist die Arti! Kaputt! Ah, da. Das war die letzte Artilleriestellung. Boah, hier sind noch Gegner, ne? Guck mal. Feindliche Panzerdivision versucht, den Platz zu umstellen. Ah, da ist er. Boah. Mein Gott, das ist eine Falle. Mein Gott, Schnauze, Hartmann. Kerz, fahren Sie von Deckung zu Deckung. Schröder, Hartmann, ich will, dass jeder Schuss sitzt. Von Deckung zu Deckung ist gut. Und wo kommen sie denn? Ah, von da, ja? Was in aller Welt ist das? Keine Ahnung, irgendein Raketenpanzer? Hä, was? WTF? Scheiße! Ich muss mal reparieren gerade. Wir werden es nicht schaffen! Von wo? Lol, was ist das denn? Yo, was? Tiger 237 wurde zerstört. Stefan? Stefan! Wo bin ich? Oh, ich stehe hier genau oben auf Präsentierteller. Mein Gott, das ist eine Falle! Mein Gott, Schnauze, Hartmann! Wir können sie nicht abhängen. Kerz, sehen Sie zu, dass wir immer irgendeine Deckung haben. Das mit der Deckung ist echt nice. So, der muss down sein. Hä? Wo zielt er denn hin? Oh, jetzt muss ich reparieren. Da ist noch einer, oder was? Okay. Nein, in den Boden gesetzt. Der war aber drin, oder? So, reparieren. Ist wichtig. Der Scoper da oben ist mir scheißegal. Boah, den habe ich ja noch geholt, ne? So. Boah, der ist immer... Gut, schön, ich weiß, wenn der rausklettert, ist alles safe. Definitiv. Wo ist denn hier der Sammelpunkt? Ach, hier drüber? Gib doch mal Gas! Da wäre ich gleich hier unten lang gefahren. Ich hoffe, die Richtung war richtig, die er angezeigt hat. Ja, 170 Meter. Also sowas wie World of Tanks habe ich ja gar nicht gespielt. Boah, den hätte ich mit... Nein. Eine verdammte Panzerfaust. Ja, die ist weg. Noch eine? Ich kann eigentlich auch mit dem Mausrad switchen. Vielleicht ist das besser. Weil ich doch immer wieder auf die F-Tasten komme. Moment, warte. Boah. Hallo?
Sind das die Amis? Getroffen! LOL! Was habe ich denn da bitte getroffen? Mich selber? Alles klar! Wir können los! So, wir müssen ja anscheinend durch. Tschüss! Und reparieren. Immer wenn Zeit ist, reparieren! Reparation erledigt! Wieso bleibt der nicht einfach drin? Das ist doch ein bisschen blöd, oder? Boah, warte! Boah, jetzt hat er sich selber den Weg da freigeschossen. Also für mich, besser gesagt. Das war nicht so klug. Bleib doch mal drin jetzt! Brauchst du nicht einen Helden spielen? Das ist ein Hinterhalt! Schröder! Ja, den hätten wir. Der da hinten war aber noch nicht breit. Breit! Alles klar, wir können los! Ich will immer nachladen. Ah, oh, siehst du, sag ich doch. Jetzt aber. Die haben keine Chance gegen Tiger. Gegen Stefan. Lol, immer wieder brennt. Sieht aus. Hä? War da einer drin? Nee, ne? Nur ein Feuerwerk. Ich würde sagen, hier machen wir kurz Pause. Weiter geht's im nächsten Part. Gebt einen Daumen nach oben und haut drin. Bis dahin. Tschüss.